Kann er ja haben, aber er muss den dann also finanzieren. Er muss ihn unterbringen, er muss ihn ernähren, er muss seine Kleidung besorgen. Und wenn er kriminell wird, hat er die Kosten des Strafvollzuges für den Mann auch noch zu zahlen. So, und wer unter diesen Bedingungen bereit ist, Ausländer aufzunehmen, der soll seinen Ausländer haben. Ja, kann er ja gerne. Soll er haben. Aber ich bin absolut sicher, wenn wir das jetzt mal aus der Anonymität herausholen, wenn das nicht mehr in der Steuerlast allgemein versteckt wird, hier und dort ein Posten, sondern wenn jetzt der Einzelne selbst für den Ausländer zahlen muss, dann würden also diejenigen, die gestern noch mit der Kerze durchs Land gelaufen sind, sehr schnell sagen, also, das war ein Irrtum. Und wenn du meinst, du hast mich da gesehen, also, da saß ich vorm Fernseher. Das ist also, das kann überhaupt nicht sein. Und das Foto ist retuschiert, wo ich drauf bin. Also, das ist ein furchtbar Übelwollender, will mir da mitspielen oder sowas. Ich bin doch schon immer gegen, ihr wisst das doch, ich bin doch schon immer gegen diese Zuwanderung gewesen. Das wird sehr schnell kommen, wenn wir nämlich das aus der Anonymisierung der allgemeinen Steuerlast rausheben und individuell das sagen. Und das ist meine Aufgabe. Derjenige, der es haben will, der soll es bezahlen. Wer einen Ausländer beschäftigen will, soll als Unternehmer so eine Integrationssteuer von 50.000 Mark im Jahr bezahlen, um also die Kosten, die dieser Ausländer macht, abzudecken, dann kann er ihn ja gerne anstellen. Es geht aber nicht, den Profit aus dem Ausländer zu ziehen und die allgemeinen Kosten dann der Allgemeinheit aufzudrücken. Das geht nicht. Jedenfalls wäre es ungerecht. Aber diese Ungerechtigkeit wird eben gemacht. Und deswegen ist es so, dass Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche. Jeder Tag mehr, den wir hier in der Bundesrepublik leben, wird mehr an dem Ast gesetzt, auf dem die Bonner sitzen. Und sie sind ja fett genug. Der Ast wird schnell brechen. Da können wir absolut sicher sein. Die Leute, die heute da noch stehen und den großen Moralischen machen, und wir müssten und wir sollten und wir können und wir dürfen noch nicht, die sind ja auch nicht betroffen. Es hat ja einer mal den Versuch gemacht, dem Genscher einen Asylantencontainer vors Haus zu setzen. Aus der Überlegung heraus, die Gemeinde war ja clever, die haben gesagt, der hat uns das eingebrockt. Die FDP war ja auch immer für eine liberale Ausländergesetzgebung. Der hat uns das eingebrockt, soll er doch selbst mal sehen, wie das ist. Ja, wenn da also die Zigeunerkinder bei ihm den Ball über den Zaun schießen und dann kommen sie bei ihm in den Garten und dann lassen sie gleich ein paar Sachen mitgehen, die da also im Garten drin sind. Sein Gartenzwerg ist dann plötzlich weg und sein Puttchen, was er da stehen hat, da wird dann drauf geschossen. So, soll er doch selbst mal erleben, der liebe Genscher. Er braucht es nicht zu erleben. Die haben sich abgesichert. Da kam natürlich kein Container hin. Das ist klar. Und Kohl kriegt auch keinen in seinen Garten. Aber in dem Moment, wir brauchen nur diese eine Forderung zu stellen. Jeder, der für Ausländer ist, geht mit gutem Beispiel voran. Der braucht nur mit gutem Beispiel voranzugehen. Nicht so anonym, mit einem Leserbrief und, so und so. Ja? Das Schönste ist, man sollte mal so Schreiben vorbereiten, so mit offiziellem Briefkopf. Ich sage das jetzt nicht zur Anregung, sondern ich sage das jetzt nur mal als Überlegung, um zu sagen, was dann passiert. Eine Leserbriefzeitung in der Zeitung, entsetzlich, diese Ausländerfahndung, wir sehen das, er wird immer abgedruckt. Und in kleineren Gemeinden ist herauszukriegen, wo der Mann ist. So, einfach nur ein Schreiben, Freie und Hansestadt Hamburg, meinetwegen der Ausländerbeauftragte. Wir haben mit Freuden vernommen, dass Sie also nicht zu diesem Heer der Ausländerfeinde in unserem Volk gehören, den Ewiggestrigen, die nichts dazugelernt und alles vergessen haben. Wir freuen uns, denn Sie haben da ja einen so netten Medienbrief geschrieben. Mit Rücksicht darauf gehen wir davon aus, dass Sie nichts dagegen haben, dass wir unsere unmenschlichen Asylantenunterkünfte leeren hier und die Leute in menschenwürdige Umgebung einweisen. Sie bekommen also in 2 Tagen, kommt also Ali Afghasi aus Ghana, kommt also hin, wird sich bei Ihnen vorstellen, es ist ein sehr netter Mensch. Es läuft so ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Rauschgifthandel, aber wir können absolut sicher sein, dass sich sicherlich als falsch herausstellen wird. Er hat zwar etwas andere Lebensgewohnheiten, er schläft bis morgens um 12 und abends geht er erst um 2 ins Bett, aber auch das muss natürlich im Zuge einer Anpassung, vielleicht einigen sich auf 12 Uhr nachts dann und morgens aufstehen um 10. Auch das lässt sich sicherlich regeln mit etwas guten Willen und diesen guten Willen haben Sie ja bewiesen. Wir freuen uns also, Ihnen die Freude machen zu können, nun direkten Umgang mit Ausländern zu pflegen und aktiv Ausländerfreundschaft vorzuleben. Mit vorzüglicher Hochachtung der Ausländerbeauftragte. Ich möchte mal wissen, wie das bei den Menschen wirken würde. Ob er wohl nur einen Freudensprung machen würde und sagen, wie schön, das habe ich mir doch immer schon gewünscht, einen Ausland direkt hautnah, dem kann ich dann noch Deutschunterricht beibringen und. Oder ob er sagen wird, also so habe ich meinen Brief eigentlich nicht gemeint. Also dass das nur die Folge hat, das ist nicht. Aber man muss sie beim Wort nehmen, die lieben netten Menschen. Und ich möchte nicht wissen, wenn sowas passieren würde, was dann also für ein Aufruhr bei diesen Menschen, die sich hier so philanthropisch geben, sein würde.